Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich für euch eine leckere Apfeltasche, aber diesmal richtig knusprig und lecker und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für die Füllung brauchen wir Äpfel. Ich habe 6 Äpfel genommen. Ihr müsst dann einfach gucken, wie viel ihr vorbereitet. Ich habe die Äpfel geschält und in einem Topf ganz kurz angedünstet. Ich habe dann noch einen Teelöffel Zimt hineingegeben und nach Geschmack Zucker dazu gegeben. Für den Teig benötigen wir 250 Gramm weiche Margarine, ein Ei, 50 ml Öl, 50 ml Milch, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, 4 Esslöffel Puderzucker, 1 Esslöffel Essig. Durch Essig wird das richtig knusprig und Mehl nach Gefühl. Außer das Mehl und Backpulver gebe ich alle Zutaten in meine Rührschüssel hinein. Das Ganze wird erstmal miteinander vermischt. Dann gebe ich das Backpulver und das Mehl noch hinein und bereite den Teig vor. Ich habe ganz genau 600 Gramm Mehl genommen, das kann sich aber je nach Mehlsorte unterscheiden. Jetzt bereite ich aus dem Teig kleine Bällchen vor. Wie groß ihr die Bällchen halten möchtet, ist natürlich euch überlassen. Ich rolle die Bällchen einzeln mit der Hand aus, gebe die Füllung hinein und klappe das einmal zu. Das wird genauso wie Butter vorbereitet. Ich habe die Seiten dann mit einer Gabel angedrückt, damit das fest wird, also miteinander klebt und natürlich auch besser aussieht. Dann werden die im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad 20 Minuten gebacken. Länger brauchen die nicht. Die noch warmen Apfeltaschen werden dann mit reichlich Puderzucker bestreut. Und sie sind schon servierfertig. Die werden richtig knusprig und innen saftig. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ihr könnt natürlich statt Äpfel auch Birnen nehmen oder auch eine andere Füllung. Aber probiert das unbedingt aus, kann ich nur sagen. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.